Das Clubhaus blickt auf das Meer. Es ist ein geräumiges, schäbiges Gebäude. Es wirkt vernachlässigt. Und wenn man eintritt, fühlt man sich als Eindringling. Man hat den Eindruck, dass es eigentlich geschlossen sei, wegen Umbauten und Reparaturen, und dass man sich taktloserweise einer offenen Tür bedient habe, um sich Zugang an einen Ort zu verschaffen, an dem man unerwünscht ist. Vormittags kann man ein paar Pflanzer dort antreffen, die geschäftlich in der Stadt zu tun haben und einen Punsch trinken, ehe sie wieder den Rückweg antreten. Und am späten Nachmittag sitzt da und dort eine Dame und blättert mit verstohlener Miene, als täte sie etwas Unerlaubtes in alten Nummern der Illustrated London News. Gegen Abend kommen ein paar Männer hereingeschlendert, sitzen im Billardzimmer herum und schauen dem Spiel zu und trinken Sukkus. Aber am Mittwoch ist es belebter. An diesem Tag wird in dem großen Zimmer oben das Grammophon aufgezogen und aus der Umgebung kommen die Leute, um zu tanzen. Manchmal gibt es nicht weniger als 12 Paare und es wird sogar möglich, zwei Bridge-Tische zusammenzubringen. Aus Fußspuren im Dschungel. Erzählungen von W. Somerset Maugham.